So, herzlich willkommen zurück zu meinem Duke Nukem 3D Let's Play. Auf geht's in Level 9. Dem letzten Level von Episode 2. Treten wir dem Overlord in den Arsch. Ja, der Endgegner heißt Overlord, nicht nur das Level. Jetzt würde ich gerne so rumspawnen. Dankeschön. Ja, oh, fuck, das hat mich nicht verletzt, das ist ja krass, was der daneben getroffen hat. So. Ja, ich glaube, der... Oh, Secrets, bin ich jetzt gerade gar nicht mehr so sicher, wo die alle waren. Haha, scheiße. War wohl jetzt nicht so schlau, das jetzt schon mitgenommen habe. Na gut. Ich tauche da mal wieder ab, ne? Ja. Ja, sehr schön. Ihr habt gelitten, das ist gut. Aber das war, glaube ich, wirklich nicht so intelligent, jetzt schon das Atomic-Helf mitzunehmen, ne? Egal. So. Ja, es ist... Ich bin jetzt mit den Secrets unsicher, ob ich die jetzt alle weiß. Da bin ich jetzt diesmal wieder unsicher. Shit. Ja. Gut. Okay. Ich glaube, der war... So, glaube ich, ne? Und ich glaube... Ja, so. Okay, und... Da oben war auch noch ein... Es geht, das weiß ich. So. Wir haben ja eigentlich Jetpack, ne? Hallo, Krake! Oh! Wow. Lass mich in Ruhe. Mensch, was habe ich denn da rausgeholt? Ist ja bitter hier. Noch jemand? Ob ja nicht, dass du mehr davon kommst. Ne? Das brauche ich jetzt nicht zu glauben. Ah. Das Zeug weg, ich will das nicht haben. Okay, weiter geht's. Es hat sich gelohnt. Aber mein lieber Scholli. So. Oh, da war eine Rüstung, sehr schön. Jetzt sind wir eh hier. Gut, da hätten wir wahrscheinlich auch besser rankommen können, ne? Und dann oben noch. Oh ne, da kommen wir nicht hin. Und da ist ein Ei. Irgendwo. Unten wahrscheinlich, ja. Lassen wir sie mal da unten. Ach ja, du. Platsch. Ich glaube, das muss ich so machen, weil ich glaube, die Explosion wird ein bisschen anspruchsvoller. Genau das. So. Zählt nicht als Secret, na gut. Auch nicht. Na, wo waren die scheiß Secret jetzt? Tja. Das ist die Frage. Platsch. Das platscht aber auch hervorragend hier.
die Shotgun für eine Reichweite hat mit ihren Kugeln, ohne es großartig zu streuen, beeindruckt mich immer wieder, muss ich zugeben. Das muss ein Bastard hier. So. Ja, ja, die Eier legen wieder los. Ja, das kam lustig, muss ich sagen. Ja, die zwei Raketen werden Bären für die. Weil ich brauche die Waffe für den Endgegner ganz dringend. So. Okay, hier sind wir durch. Jupp. Ich weiß echt nicht mehr, wo die scheiß Secrets waren jetzt. Ich hoffe, ich finde sie, sonst muss ich sie nachher alleine suchen. Ey, was ist das jetzt auf einmal hier? Wo kommt ihr denn jetzt auf einmal her? Naja, das lade ich jetzt mal eben. Ich will nicht das Jetpack. Ach na, wieso habe ich denn das Jetpack jetzt angehabt? Das will ich jetzt nicht wirklich. Dann müssen wir eigentlich diese komischen Vier hier platt machen. So. Okay. Gut, jetzt kommen wir erstmal hier weiter. Lass mich da drin. Okay. Mit dir. Okay, das war's, ne? Jo, jetzt haben wir die Eier. Treten wir die Eier. Ah, stirb doch. So. Blöden Mistviecher, ey. Schrumpf euch jetzt. Ah, ruckelt doch nicht immer so schrecklich. So. Ich glaube, das ging schlechter als es anders zu machen, ne? Irgendwie so ein bisschen. In der Tat, Duke, in der Tat. So. Okay. Ja. Das hätte man sicherlich besser machen können. Ganz sicherlich. Aber wir finden ja bestimmt noch das ein oder andere Pflasterchen. Aber schön, dass es noch da ist. So. Hier nicht noch ein Pflaster für mich? Ein kleines? Jupp. Ein kleines Pflasterchen. So, okay. Wo sind die Secrets? Wo sind sie? Das ist auf jeden Fall noch so ein Vieh. Na komm. Das gibt's doch nicht. Ja komm, dann fress mich halt auf, komm. Och, das gibt's doch nicht. Soll mich jetzt auffressen, das Vieh. Nicht mich nerven hier. Was ist denn so schwer daran, mich jetzt aufzufressen? Hä? Könntest du jetzt mal. Anscheinend nicht. Na gut. Was habe ich jetzt getan? Wie der da runtergefallen ist. Genial. Ja, jetzt. Ach, jetzt drücke ich schon wieder Tasten, die ich nicht drücken will. Das ist doch schrecklich. Ich wollte nicht wirklich das Self-Pack mitnehmen. Kna. Oh, mit zwei Schuss diesmal. Nice. Weil ich eine RPG, die ich nicht brauche.
Wo waren die Secrets, verdammt? Ich weiß es nicht mehr, das ist echt schrecklich. Das macht mich voll fertig. Verdammt, ich weiß es echt nicht mehr. So, sind wir hier, ja. Ich weiß aber trotzdem nicht mehr, wo das Secret war. Ich habe nicht ein einziges, ey. Das ist ja schlimm. Das verbittert mich jetzt ein bisschen. Habe ich damals echt kein einziges Secret gefunden bei dem Level? Das sieht fast so aus. Nee, das kann nicht sein. Ich bin mir eigentlich ziemlich sicher, dass der was gefunden hatte damals. Nein, bleib da oben. Ich weiß, dass das ein Secret ist, glaube ich. Ich glaube, das war eines. Ja. Irgendwo ist sie eins gewesen. War denn das jetzt noch? Ach, komm, jetzt geht er halt hin. Ist doch einfach nicht Mensch. Wo? Ach komm. Wo zur Hölle nochmal? Warum ist das hier wieder zu? Müsste das nicht auf sein? Nee, da war ich tatsächlich noch nicht. Doch, eigentlich doch. Oder? Keine Ahnung. Aber... Verflucht, was hat dieses Ding noch gemacht? Das jetzt mal wüsste. Ah, hier. Ja, das Level habe ich leider ziemlich vergessen. So. Okay. Eins haben wir schon mal. Ja. Aber da verließen sie mich auch schon wieder. Wo war der Rest? Scheiße. Pipe Bomb, okay. Ich glaube, da muss ich erstmal aufs Secret zurückgehen. Ich glaube, da unten ist nämlich schon der Overlord, ne? Wenn ich mich nicht täusche, ist da unten der Overlord schon. Ah, wo ging es denn jetzt überhaupt nach unten? Nein. Unten. Ich will jetzt nach unten. Moment. Na, vielleicht komme ich da jetzt da durch. Da kam ich doch erst nicht durch. Das war doch offen. Ich verstehe das nicht. Na gut. Wie auch immer. Sehr irritierend. Aber... Wo war jetzt dieser verfluchte Weg zu dem Vieh? Ach, ich glaube... Hier, ne? Ja, so. Aber war hier nicht auch noch echt... Boah. Ich das so vergessen hab, ne, bitte, ey. Krass. Okay. Scheint wohl so zu sein, dass ich das nicht mehr alles nicht mehr weiß. Gut, aber ich glaube, da unten ist das Vieh schon. Ich glaube, ja. Jo, definitiv. Ja, was haben wir denn hier noch? Vielleicht ist hier das letzte Secret. Ach, komm, jetzt... Ich hasse die. Die mich verarschen. War jetzt so nicht ganz geplant. Was bin ich? Lass mich da jetzt runter. So. Die Eier. Ich will jetzt wissen, ob hier ein Secret ist. Mehr will ich gerade echt nicht wissen. Irgendwie nicht so.
eigenartig. Nur Gegner ließ es, will ich nicht glauben. Es muss doch eine Bewandtnis hier haben. Okay, das wird nur eine Sucherei. Deswegen machen wir mal den hier. Und dann sehen wir uns gleich wieder, dass ich die Secrets habe. Bis dann, bye bye. Sehr gut, da bin ich wieder. Und ich bin jetzt schlauer geworden. Also. Wer hat denn hier was übersehen? Wie springe ich denn das jetzt mal am besten? Ich weiß nicht, ob das jetzt hier war. Ja, jetzt habe ich es schon wieder vergessen. Aber ich glaube, das war hier. Ich glaube, hier so in etwa war das. Ach, fuck. Nee, es war doch die falsche Stelle. Jetzt hab ich das schon wieder vergessen. Nee, ist ja bitter. Das war... Dann muss das hier gewesen sein. Ja, da ist ja auch der Riss, genau. So. Ja, das ist, weil die Räume sich relativ, die Gänge sich relativ ähneln. So, das wäre das. So. Das Schöne ist, wir kriegen noch eine Atomic Elf. Oh, und noch eine Rüstung. Die habe ich ja total übersehen. So. Aber vielleicht auch besser, sonst hätte ich sie bestimmt wieder vorher eingesammelt. So, was ist mit diesen Kraken eigentlich? Ach, die können wir eigentlich da drin fassen. Ne, die müssen auch tot. Ganz klarer Fall müssen die auch tot. Die lasse ich nicht leben. Die nehmen wir jetzt mit. So. Und wo muss ich jetzt nochmal? Nummer 3. Ah ja. Am Anfang, genau. Am Anfang. Nein. Ach komm. Das war der Supersprung überhaupt. So. Okay. So, jetzt müssen wir hier zu dieser Dings hier. Das ist ein bisschen blöd gemacht hier. Na? Muss man auch erstmal drauf kommen hier. Alter. Das ist echt... Wow. Ja, ich musste die Secrets von dem Level sogar nachgucken auf YouTube. Ich... Wusste die nicht. Ich habe die damals nicht gefunden gehabt hier. Das sind echt, da sind sogar die Secrets Neuland für mich. Muss ich ganz ehrlich zugeben. Die kenne ich nicht. Habe ich damals nicht gefunden gehabt. Sind neu. Interessant. Entdecke ich ja doch noch was Neues. Denn ich bin mir sehr sicher, dass ich ihn nie gesehen habe. Das Ding hatte ich, glaube ich, damals gesehen. Aber, ja doch, das hatte ich damals gesehen, weil ich das mich mit dem Ding hier wusste. Aber den Rest irgendwie so gar nicht. Irgendwie total witzig. So, jetzt müssen wir... ja, zum Endgegner. Wir können zum Endgegner. Komm ich auch so irgendwie rauf? Naja, kann man bestimmt irgendwie. Na gut, dann machen wir es so. Ich hab jetzt keinen Bock drauf, den Stress. So. Dann brauchen wir den. Ne, wir brauchen nochmal die Shotgun. Oder was brauchen wir denn jetzt mal? Wir brauchen... Die ist, glaube ich, ganz gut, die Kraken, ne? Ich denke mal, die... Okay. Speichern wir nochmal. Jetzt zu den Kraken. Erstmal die Kraken. Wo sind die Kraken? Die Kraken. Seid doch nur halbwegs so scheiße. Jetzt kriegt ihr eine RPG. Könnt ihr aber sicher sein. Ach, lass mich doch da runter, du doofes Kackding. So. Wo ist der scheiß Ausgang? Da. So. Nu gibt's Krakenmatsch. Ach, das gibt's doch nicht, Mensch. Endlich. So. So. Hier war noch. Genau. Sehen wir ja nicht ein, dass das verbraucht ist, ne? So. F2. 9. So. Und jetzt können wir uns um die. Ja, ja. So, komm mal hier. Darf ich begrüßen? Battlelord.
Yeah, bam! Jetzt gibt's Action hier, ohne ruckeln bitte. Komm da bitte mal raus. Wir müssen nämlich noch ein Secret holen. Ah! Der ist ja schnell. Der hat ja Geschwindigkeit drauf. Ich glaube, ich muss die Dinge erstmal zuerst gewundern. Perfekt. In der Tat. Das war saugeil sogar. Das hat richtig Bock gebracht. Jetzt sind diese blöden Viecher weg. Leider können wir den Endgegner auch nicht schrumpfen. So schön das doch wäre, aber nein, geht nicht. So. Das ist noch so ein Ding. Noch einer. Ja, die müssen erstmal weg sein. Das war mich vorher eine ganz schlechte Idee. So. Okay. So, da ist sogar noch Munition für den Devastator. Und hier geht noch ein Secret auf, aber das geht erst auf, wenn wir den Bedlord hier rausgelockt haben. Und dann da reingegangen sind in den Raum. Ja, das müssen wir halt jetzt noch machen. Also komm mal her. Gutes Stück. Ja, Duke. Hat gemlabert von wegen, er wird ihn in seinem Nacken scheißen. Oder in seinem Hals scheißen, besser gesagt. Und dann passt mal auf die Katze nachher auf, was Duke tun wird. Oh Gott. Lass mal gut sein, Freundchen. Ja, so, speichern. So. Jetzt wirst du sterben, mein Freund. Ah, Devastator halt. Ah, jetzt habe ich die Endanimation wieder übersprungen. Ernsthaft. Ach. Warum passiert das so leicht? Na gut, wir kriegen ihn nochmal down. Aber warum passiert das so leicht? Im Ernst. Gut. Nichts drücken. Er ist sogar eher gestorben. Das wollen wir doch sehen. Kann nicht sein. So, weg mit dem Kopf. Das Höschen runde. So. Und erstmal gemütlich scheißen. Und eine Zeitung lesen. Und den Duke Nukem Song pfeifen. Genau. So. Duke cracked his knuckles and smirked. I need a stiff drink, a shower and a soft-skinned belly to lay my head on. A nearby monitor flickered on and an incredibly ugly face spoke an ominous message. The moon is salt, overlord has been defeated, as was our battle lord on earth. But while Duke Nukem has been distracted, our main attack wave has begun its final assault on Earth. We shall obliterate all resistance. Guess again, Freakshow, Duke growled. Duke's coming back to town and the last thing that's gonna go through your mind before you die is my size 13 boot. Ja. Ja. Während wir eben halt auf der Weltraumschlacht waren hier, ne, während wir hier die Alien-Basis so ein bisschen, ja, durchgenommen haben, ist auf dem, ja, auf dem Monitor ist dann eine Nachricht aufgetaucht und sprach, nee, nicht eine Nachricht aufgetaucht, sondern da ist, ja, auf dem Monitor ist eben halt ein Gesicht aufgetaucht, so. Und das hat eine ominöse Nachricht übermittelt. Und zwar, der Mond, also der Overlord, ne, der wurde geschlachtet. Sowohl als auch der Battlelord auf der Erde. Aber während Duke abgelenkt wurde, haben die ihr Haupt
ihre Hauptangriffswelle auf der Erde begonnen. Ne? Und deswegen müssen wir jetzt zurück zur Erde. Ja. Und da wird es dann heiß hergehen. Das ist nämlich Schrapnel City, die nächste Episode. Und damit sehen wir uns dann beim nächsten Part wieder. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Bye bye, bis zum nächsten Mal mit dem ersten Level Shrapnel City. Aber erstmal müssen wir noch das natürlich geklärt haben, genau. 164 Feinde getötet, alle Secrets gefunden mit Nachhilfe, aber was soll's. Ich will sie euch ja alle zeigen. Okay, aber nun endgültig bis zum nächsten Mal. Bye bye.